Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal ein ganz kurzes Video. Ich habe versprochen, ich erkläre nochmal, wie man so ein Bändchen hier für seinen Hut zusammenknotet. Alternativ auch fürs Handgelenk als Paracord-Armband. Was ihr hier seht, ist der sogenannte Snake Knot, also der entsprechende Knoten, mit dem man sowas knüpft. Das ist so die einfachste Form, ein Paracord-Armband zu knüpfen. Was Besseres bin ich gerade dabei, er zu erlernen, aber ich finde das für gerade so längere Geschichten eigentlich relativ sinnvoll, weil alle anderen komplexeren Knoten brauchen dann noch mehr Paracord und man hat dann unendliche Seilmengen zum Beispiel am Hut und das Ganze wird irgendwann dann auch schwer. Als Armband macht es bestimmt Sinn, deshalb will ich mir ja auch nochmal irgendwie was Besseres machen. Das Schöne am Snake Knot ist halt dann außerdem noch zusätzlich, dass er vergleichsweise einfach zu erlernen ist und man braucht kein Zubehör. Viele komplexere Paracord-Armbänder, Flechttechniken und ähnliches erfordern dann, dass man sich ein extra Brettchen zulegt, auf dem man Paracord bearbeiten kann. Das muss man sich dann auch entweder kaufen, bauen. Man braucht dann noch irgendwelche Dinger, irgendwelche Verschlüsse, die man da dran kleben kann oder sonstiges. Ich persönlich finde das so eigentlich am besten, wenn man da einfach nur einen kleinen Knoten hat. Kann man natürlich alles machen, macht alles Spaß. Aber was ich halt eben bevorzuge, ist eben dieser Snake Knot, auch wenn er relativ simpel ist. Und den werde ich euch jetzt mal kurz vorführen, auch wenn es dazu schon ein paar Videos gibt. Aber trotzdem, es macht mir Spaß und warum nicht? So, also was ich euch jetzt zeige, ist die Anfertigung von einem Armband. Ein Hutband funktioniert genauso, ist nur entsprechend länger. So, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen ein Feuerzeug. Theoretisch tut es auch ein Teelicht, das man anzündet oder irgendwas anderes, um die Enden vom Paracord abzuflammen. Wir brauchen eine Schere. Eine Schere ist besser als ein Messer, weil die Enden, weil das Ding da nicht so ausfranst, wenn man es abschneidet mit der Schere, als abschneidet mit dem Messer. Es geht aber auch mit dem Messer, also eine Schere ist nicht zwingend notwendig. Und dann brauchen wir natürlich Paracord und zwar einmal ein Trägerarmband. Das sollte einfach eine Länge haben, doppelt gelegt, dass man es sich gut ums Handgelenk legen kann, den Knoten hier durch die Schlaufe stecken und dann sollte das wunderbar locker ums Handgelenk sitzen. Das Ganze kann man dann hinterher ja noch enger machen, dadurch, dass man jetzt den Knoten noch nicht großartig fixiert hat. Dann müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. So, für ein zweifarbiges Armband brauchen wir dann noch zwei lange Stücke Paracord. Länge hängt auch wieder vom Handgelenk ab. Bei den meisten Menschen reicht so 1 Meter bis 1,40 Meter. So irgendwas um den Dreh. Im Zweifel lieber ein bisschen mehr nehmen. Dann kann man es am Ende immer noch abschneiden. Dann hat man zwar ein kleines bisschen zusätzliches Paracord verbraucht. Aber man muss es ja nicht wegwerfen. Man kann es ja noch für irgendwas anderes verwenden. So, als nächster Schritt müssen jetzt die beiden Enden von den beiden verschiedenfarbigen Paracord-Stücken miteinander verbunden werden. Dafür müssen sie quasi verschweißt werden. Das geht folgendermaßen. Man nimmt so ein Ende. Man zündet es schön an. Muss gut heiß werden, dass da ordentlich geschmolzenes Material vorhanden ist. Macht dasselbe dann auch noch mit dem anderen. Man kann die auch so beide parallel quasi vor sich hin schmelzen. Gucken, dass das da schön warm bleibt. Und presst sie dann einfach aneinander. Das Ganze ist ziemlich heiß. Man kann, wenn man das möchte, das dann auch entsprechend vorsichtig anfassen, um das Ganze dann noch ein bisschen abzuflachen. Das gibt dann eine mehr oder weniger schöne Verbindung. Mir sind schon bessere gelungen, aber andererseits, ich hatte auch schon schlechtere. Kann man auch erstmal mit zwei ganz kleinen Stücken Paracord üben, wenn man das zum allerersten Mal macht, damit das eine einigermaßen schöne Verbindung in Anführungszeichen gibt. So, jetzt bauen wir uns den Anfangsknoten. Dafür müsst ihr das Trägerarmband über das Wickelmaterial legen und der Knoten sollte in der Mitte liegen. Also die verschweißte Stelle, wo ihr beide Schnurvarianten zusammengeschweißt habt. Dann nehmt ihr die linke Version bzw. das grüne Ende in meinem Fall, je nachdem welche Farbe ihr dann verwendet habt, legt das über das Trägerarmband, aber unter das schwarze. Jawohl, ja. So, jetzt nehmt ihr das schwarze Ende,
das ihr gerade nicht sehen könnt, und fährt damit unter dem Trägerarmband durch und aus der grünen Schlaufe, zieht das Ganze fest und erhaltet diesen Knoten hier. Den könnt ihr dann an beliebiger Stelle eigentlich machen. Das ist immer wurscht. Man kann ihn dann entsprechend hoch verschieben und festziehen und sollte gucken, dass die Schlaufe, die man dann hier oben hat, nicht allzu groß ist, weil da soll ja dann später der entsprechende Sicherungsknoten durchpassen. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man dann auch merkt, warum das ganze Ding Snake Knot, also Schlangenknoten heißt, weil man nämlich mit der rechten Schnur, also immer die diese Schlaufe hier, auf der Seite, wo die Schlaufe sich gerade befindet, nachher ist die links, da macht man dann eine Schlange mit der entsprechenden Schnur, also dieses hier. Erst die oberste eine Schlaufe auf der Seite, wo der Knoten ist, dann auf der anderen Seite auch nochmal ein Schläufchen, muss so aussehen. Einfach mal Bild merken. Man nimmt die zweite Strippe, geht in die auf der entsprechenden, an die erste von Seiten der Strippe, die man in der Hand hat, ausgesehen ins erste Loch, die erste Masche rein, unter dem Armband durch und kommt aus der zweiten wieder raus. Und erhält dann diesen Knoten hier und macht jetzt das exakt selbe auf der anderen Seite mit wieder der gleichen Schnur wohlgemerkt. Also ich benutze wieder die grüne Schnur, lege wieder die Schlange, nehme wieder das schwarze Ende, gehe wieder in die erste Schlaufe rein, unter dem Armband durch und komme aus der zweiten Schlaufe wieder raus, ziehe das Ganze fest. Zack. Und weil es so schön ist, machen wir das nochmal. Wir legen mit dem grünen Armband die Schlange, nehmen das schwarze Ende, gehen in die erste Schlaufe hinein, unter dem Armband hindurch und kommen aus der zweiten Schlaufe wieder heraus. Bauen noch ein bisschen Luzula luzuloides ins Armband ein. Das ist diese Pflanze hier. Und haben eine neue Schlaufe. So, und das machen wir jetzt so lange, bis das Armband die gewünschte Länge erreicht hat. Ich mache das jetzt einfach mal nebenher und dann zeige ich euch, wie man das Ende macht. So, und damit ist das Ganze dann auch fertig. Entsprechend sieht es jetzt aus. Wenn ihr das selber mal ausprobiert, werdet ihr das ja auch entsprechend sehen. Ich habe jetzt den Knoten schon mal ein bisschen enger gemacht. Das ist jetzt auch genau auf meine Handgelenkgröße angepasst von der Länge her. Deshalb sollte man immer hier hinten noch ein bisschen Spiel lassen, dass man den Knoten entsprechend variieren kann. Man sollte auch die Enden noch ein bisschen länger lassen, je nachdem für wen man das halt eben macht. Gerade wenn man eben nicht genau weiß, wie dick das entsprechende Handgelenk ist, für den man das macht oder für die man das macht. Gerade bei Frauen, da sind ja teilweise ganz zarte Modelle dabei. Habe ich auch schon gemacht. Und ja, entsprechend kann man dann mit dem Knoten noch variieren und kann dann entsprechend, wenn es zu kurz sein sollte, noch ein paar Knots hinterher knoten und kann das Ganze dann entsprechend individuell anpassen. Wenn es der entsprechenden Person, in diesem Fall jetzt mir, aber passt, dann schneidet man die Enden jeweils ab und flammt sie mit dem Feuerzeug ab. Das mache ich jetzt auch noch mal schnell, beziehungsweise abschneiden einmal kurz jetzt gleich. So schaut das Ganze nun aus und jetzt muss man noch mit dem Feuerzeug an die Sache herangehen. Hoppla. Und entsprechend die Enden abflammen. Man sollte gucken, dass die jeweils einen halben Zentimeter noch herausstehen, damit man auch was hat, mit dem man dann so einen quasi einen Sicherungsfropfen bilden kann, in Anführungszeichen. Dann geht nämlich auch der Knoten nicht mehr auf. Das ganze Armband lässt sich natürlich auf diesem Wege dann auch nur noch dann öffnen, wenn man es wirklich aufschneidet. Das ist halt der Nachteil bei der Sache. Ja, das ist, glaube ich, ganz hübsch geworden. Ich mag es am liebsten, wenn das so einen, ja, recht klaren, glatten Pfropfen, in Anführungszeichen, gibt als Endabschluss. Man muss auch aufpassen, dass man das eigentliche Armband nicht ansenkt, sonst gibt es da unschöne
Verletzungen, wenn man das so nennen möchte. Also vorsichtig vorgehen ist im Zweifel ratsam. Jawohl, auch damit bin ich zufrieden. Ja, hier habe ich jetzt ein ganz kleines bisschen da das Trägerarmband mit angesenkt, aber nur minimal. Ich denke, das ist in Ordnung, kann man so lassen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. So funktioniert das, so macht man sich ein entsprechendes Armband. Hut-Variante geht genauso, dauert nur entsprechend länger. Angeblich soll der Profi so ein Ding in 15 Minuten zusammenknüpfen. Ich brauche noch mal eine Ecke länger. Ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch mal schneller werde. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, noch schneller zu werden, weil wir haben ja Zeit im Wald. Jo, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen gefallen. Falls ihr noch nicht wusstet, wie so ein Paracord-Armband geht, und ich habe es einigermaßen vernünftig erklärt. Und für den Kollegen, der sich die Hutschnur draus machen wollte, viel Spaß mit dem Hut. Macht's gut. Tschüss.